Kapitel 3 Yelf schöpfte noch mehr von dem grobkörnigen Brei in ihre Schüssel. Das geschmacksneutrale Getreide, eigentlich eine Armenspeise der Keshiri, avancierte in seinen Händen zu etwas anderem, verfeinert mit Gewürzen aus seinem Garten und den winzigen Happen von Pökelfleisch. Ori vermochte nicht zu sagen, von welchem Tier das Fleisch stammte, doch jetzt schlang sie die Mahlzeit hungrig hinunter. 2 Tage hochmütiger Zurückhaltung genügten. Es war noch immer sehr seltsam, ihn hier zu sehen, jenseits der Felder. In den letzten 2 Tagen war er jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufgestanden, um seine Pflichten frühzeitig in Angriff zu nehmen und mehr Zeit für sie zu haben. Er wusch sich im Fluss, bevor sie sich von ihrem Lager erhob. Wenn sie an der Reihe war, zog er sich in die Ecke der Hütte zurück, die ihm als Küche diente, um den Anstand zu wahren. Ori glaubte zwar nicht, dass sie so etwas überhaupt besaß, doch wieder beeindruckte sie diese sonderbare Rücksichtnahme. Er war kein Keshiri-Spielzeug, sondern ein Mensch, selbst wenn er ein Sklave war, genau wie sie. Aus irgendeinem Grund hatte sie ihm in jener ersten Nacht nichts weiter erzählt. Es gab so wenig, was er tun konnte, und alles, das sich zugetragen hatte, lag so weit außerhalb seines Bezugsrahmens. Sie hatte schweigend auf der Türschwelle der Hütte gesessen und nach nichts Ausschau gehalten, bis sie einfach zusammengebrochen war. Am nächsten Morgen war sie drinnen aufgewacht, auf seinem eigenen Bett aus Stroh. Sie hatte keine Ahnung, wo er in dieser Nacht geschlafen hatte, sofern er das überhaupt getan hatte. Am 2. Abend war, nach einem unberührten Abendessen, alles aus ihr herausgesprudelt. Alles, was sie auf ihrer Reise nach Taf erfahren hatte. Die Anführer der beiden Gruppen, die sich niemals auf einen Großort einigen konnten, waren tatsächlich ihrer betagten Kompromisskandidatin zum Opfer gefallen. Der Vorfall hatte ihre Handlanger dazu veranlasst, die Führung der Roten und der Goldenen Fraktion einen Kopf kürzer zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihre Quellen versicherten Ori zwar, dass ihre Mutter noch lebte, doch sie befand sich in den Klauen der rachsüchtigen Wen. Für Kendra war es zu spät, um ihren Status zu bewahren, aber vielleicht gelang es ihr zumindest, ihr Leben zu retten, wenn sie die richtigen Dinge über die richtigen Leute sagte. Genau wie Donnellan hatte auch Kendra zu lange damit gewartet, sich für eine Seite zu entscheiden und sich als Svens Nachfolgerin ins Spiel zu bringen. 1 Jahr Hochlady zu sein, schien keine lange Zeit zu sein. Allerdings hatte die Notwendigkeit, ihre Rivalen zu überleben, für Ven, bei der jeder Atemzug einem Wunder gleichkam, höchste Priorität. Als sie erfuhr, dass sie zur Sklavin verdammt worden war, eilte Ori zu ihrem versteckten Uwak und flog unverzüglich zu dem einzig sicheren Ort, den sie kannte. Nach einem langen Moment des Zögerns hatte Yelf sie bei sich willkommen geheißen, auch wenn er sich weniger sicher gewesen war, was er mit Shin anfangen sollte. Als Sklaven war es keinem von ihnen erlaubt, einen Uwak zu besitzen. Als sich Ori an den Kompostierschuppen erinnerte, der einst als Stall gedient hatte, drängte sie ihn, das Tier darin zu verbergen, in einer der Boxen hinter dem eingelagerten Dung. Obgleich anfangs unsicher, hatte Yelf ihrem Druck schließlich nachgegeben. Ori, die sich bereits kränklich fühlte, musste sich übergeben, sobald sich das Tor des widerwärtig stinkenden Schuppens geöffnet hatte. Das tat sie auch in der 2. Nacht, nachdem sie die ganze Geschichte des Niedergangs ihrer kleinen, aber bedeutenden Familie zum Besten gegeben hatte. Bei diesen Gelegenheiten war Yelf bemüht und hilfsbereit gewesen. Er hatte sie mit kühlem Flusswasser und Waschlappen versorgt. Jetzt, im Zwielicht des 3. Abends, stellte sie die Grenzen ihrer Gastfreundschaft wirklich auf die Probe. Da sie sich jetzt besser fühlte, hatte sie den ganzen Tag damit zugebracht, auf der Farm umherzustapfen, die jüngsten Ereignisse im Geiste noch einmal Revue passieren zu lassen und die Rückkehr ihrer Familie an die Macht zu planen, auch wenn diese Familie jetzt bloß noch aus ihr selbst bestand. Beim Abendessen hatte sie sowohl sein Wissen als auch seine Geduld auf die Probe gestellt. »Ich verstehe nicht recht«, sagte Yelf, während er den Boden der Oroyo-Muschelschüssel abkratzte. Ich dachte, der Stamm erwartet, dass die Leute nach den Posten anderer sterben. Schon, sagte Ori, die im Schneidersitz auf dem Boden saß. Aber wir töten nicht, um sie zu bekommen. Wir töten, um sie zu behalten. Gibt es da einen Unterschied? Ori ließ die leere Schüssel auf den Boden der Hütte fallen. Ein Esstisch wäre schön, dachte sie. Du weißt wirklich nicht das Geringste über dein Volk, oder? Der Stamm ist eine Meritokratie, eine herrschende Elite. Wer immer für ein Amt am besten geeignet ist, kann es für sich beanspruchen, vorausgesetzt, man fordert den aktuellen Amtsinhaber öffentlich heraus. Dernas hat die Große den nie öffentlich herausgefordert, ebenso wenig wie Palima.
Oder deine Mutter, warf er ein und kniete nieder, um ihre Schüssel aufzuheben. Als sie die Macht nutzte, um sie in seine Hand schweben zu lassen, schaute er leicht verblüfft rein. Danke. Hör zu, es ist wirklich einfach, sagte sie, erhob sich und unternahm den erfolglosen Versuch, den Dreck von ihrer Uniform zu bürsten. Wenn es einem gelingt, seine Rivalen zu erwischen, bevor sie bereit dafür sind, kann man alles tun, was man will, auch sie ermorden. Seine Stirn legte sich in Falten, als er zu ihr aufschaute. Das klingt wie ein Blutbad. Normalerweise üben wir uns in Zurückhaltung, um der allgemeinen Ordnung willen. Gift, eine Schikarklinge in die Eingeweide. Um der allgemeinen Ordnung willen. Sie stand auf der Schwelle und blickte finster drein. Willst du mich bloß kritisieren oder hilfst du mir? Tut mir leid, sagte Yelf und erhob sich. Ich hatte nicht die Absicht, dich zu verärgern. Er schüttelte den Kopf. Es ist nur so, dass mir der Gedanke, dass es bei dergleichen bestimmte Regeln gibt, nun seltsam erscheint. Dass es Regeln gibt, um die Regeln zu brechen. Ori ging zum Flussufer und schaute nach Westen. Die Sonne schien im Fluss selbst zu versinken, um das Wasser orange auflodern zu lassen. Dies war ein schöner Ort, und sie hatte schon zuvor darüber fantasiert, wie es wohl wäre, hier heimlich die Nacht zu verbringen. So hatte sie sich das allerdings nicht vorgestellt. Von hier aus würde es ihr nicht möglich sein, ihre Rücke an den Hof in die Wege zu leiten, und sie würde dabei mehr Unterstützung brauchen als einen einzelnen strammen Landarbeiter. »Ich muss zurück«, sagte sie. »Meine Mutter wurde reingelegt. Wer auch immer das getan hat, wird dafür bezahlen. Und ich wasche damit meinen Namen rein.« Sie sah ihn über die Schulter hinweg an. Er kaute auf einem Halm herum, den er aus dem Boden gepflückt hatte. »Ich muss zurück.« »Das würde ich nicht tun«, sagte er, als er sich am Flussufer zu ihr gesellte. »Ich vermute, dass eure Großlady selbst hinter allem steckt.« Ori schaute ihn verblüfft an. »Was weißt du darüber?« »Nicht allzu viel, das gebe ich zu«, sagte Yelf kauend. »Aber wenn deine Mutter der entscheidende Faktor war, um Vents Nachfolge zu bestimmen, dann erscheint es mir nur sinnvoll, dass die alte Frau sie aus dem Weg haben wollte.« Ungläubig schweifte Oris Blick in die zunehmenden Schatten davon. »Bleib lieber bei deinem Dünger, Yelf.« »Sieh es doch mal so«, sagte er und schob sich in ihr Blickfeld. Hätte Van das Attentat nicht selbst inszeniert und deine Mutter tatsächlich verdächtig dahinter zu stecken, wärst du nicht bloß geächtet worden, dann wärst du jetzt tot. Doch die Großlady brauchte dich nicht zu töten, weil sie genau weiß, dass dich keinerlei Schuld trifft. Als Exempel bist du für sie von viel größerem Nutzen. Er warf den Halm in den Fluss. Indem sie ihre Großlady und ihre Familie zur Sklavin gemacht hat, dient ihr als lebendes, atmendes, abschreckendes Beispiel für die anderen, solange ihr lebt. Ori sah ihn fassungslos an. Das ergab Sinn. Danas und Palima waren nicht unter den Augen der Öffentlichkeit gestorben. Der Scheiterhaufen auf dem Landgut hatte die Aufmerksamkeit von Menschen und Keshiri gleichermaßen erregt. Wäre sie in Taaf geblieben, würde sie jetzt vermutlich bereits schuften, um vor alle Augen Schwerstarbeit zu verrichten. »Und was soll ich jetzt tun?« Er lächelte sanft, seine Narbe war jetzt nicht zu sehen. »Nun, das kann ich dir nicht mit Bestimmtheit sagen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass der beste Weg, Vents Pläne zu durchkreuzen, solange du durch deine Macht nicht spürst, dass deine Mutter leidet, darin besteht, sich einfach nicht zu einem Exempel machen zu lassen.« Den Rest sprach er zwar nicht aus, aber sie hörte ihn trotzdem. »Um dich nicht zu einem Exempel machen zu lassen, musst du hier weg.« Sie blickte auf in seine Augen, die das Sternenlicht widerspiegelten, das sich im Wasser brach. »Woher weiß ein Farmer so gut über derlei Dinge Bescheid?« »Du kennst doch meine Arbeit«, sagte er und legte eine Hand auf die Schulter. »Ich habe mit vielem zu schaffen, das zum Himmel stinkt.« Trotz aller Sorgen, die sie plagten, lachte sie zum ersten Mal, seit sie hergekommen war. Als sie in der Dunkelheit einen Schritt vom Fluss zurücktrat, verlor sie auf dem weichen Boden das Gleichgewicht. Er fing sie auf. Sie ließ es geschehen. Nach Mitternacht stand Yelf auf der Schwelle der Hütte und betrachtete ihre schlafende Gestalt auf dem Strohlager. Ihm ging durch den Kopf, dass es falsch gewesen war, Ori so lange hierbleiben zu lassen. Und es war mit Sicherheit auch falsch gewesen, die Dinge so weit gehen zu lassen, wie sie an den vergangenen 9 Tagen gegangen waren. Doch andererseits war es auch falsch gewesen, sie überhaupt erst zu ihren Besuchen zu ermutigen.
Als er nach draußen trat, raffte er sein zerfleddertes Gewand enger um sich. Nach so vielen schwülen Tagen lag heute Nacht ein für diese Jahreszeit ungewöhnliches Frösteln in der Luft, das zu seiner Stimmung passte. Oris Anwesenheit brachte alles in Gefahr. Und das auf eine Art und Weise, wie sie es sich niemals hätte vorstellen können. Hier stand so viel mehr auf dem Spiel als das Schicksal einer einzigen Sith-Familie. Und dennoch hatte er sie bei sich aufgenommen. Diese Ori Kitai war eine andere als jene, die ihn früher besucht hatte. Eine, der er nichts abschlagen konnte. Bei ihren ersten Besuchen wirkte sie so hochmütig, erfüllt von einem schändlichen Machtanspruch ihres Volkes, sich ihres Standes und ihrer selbst wohlbewusst. Mit dem Verlust des einen war auch das andere verschwunden. Er hatte den Menschen darunter erblickt, zaghaft und unsicher. So wütend sie auch noch immer wegen dem sein mochte, was passiert war, trauerte sie außerdem über den Verlust einer Vision, die sie einst von sich selbst gehabt hatte. Und in letzter Zeit hatte die Traurigkeit die Oberhand gewonnen. Ihre Tage beschränkten sich auf Spaziergänge von seiner Hütte in den Garten. Demut bei einer Sith. Es war erstaunlich, das mit anzusehen. Eine wahre Unmöglichkeit. Der Widerspruch in sich. Nachdem ihr mentaler Panzer dahingeschmolzen war, schienen die Makel zu verfliegen. War es möglich, dass nicht jeder Sith auf Kesh schon korrupt geboren wurde? Ihre Wut darüber, auf diese Weise entrechtet worden zu sein, wirkte vollkommen normal. Nicht anders, als er sich unter ähnlichen Umständen fühlen würde oder gefühlt hatte. Das hier war nicht die Art von Zorn, die aus Jux und Tollerei ganze Zivilisationen vernichtete. Das hier war nicht typisch für Sith. Es kam ihm falsch vor, dass das größte Unglück in Oris Leben sie für ihn bloß noch anziehender gemacht hatte. Nach jener Nacht am Flussufer war die Distanz dahin, die er zuvor vorsätzlich zwischen ihnen erschaffen hatte. Sie hatte ihn gebraucht und es war schon so lange her, seit das zum letzten Mal jemand tat. Für unbedeutende Dahergelaufene war auf dieser Welt kein Platz, weder hier in der Wildnis noch irgendwo sonst. Die Gefahr schwang allerdings in jedem Augenblick mit, ein stiller Begleiter der Zufriedenheit. Er schaute gen Norden, ein schwacher Lichtstrahl schmiegte sich zwischen Wolken und Hügel, das Polarlicht nahte. In ein paar Nächten würde der nördliche Himmel in Flammen stehen, bald war es soweit. Er warf einen raschen Blick zum Lagerhaus hinüber und überlegte, wie lange er die Farm allein lassen musste. Es war nicht sicher, wenn sie in seiner Anwesenheit hier herumgeisterte. Sie musste weg, doch er konnte sie nicht gehen lassen.